Und ich weiß jetzt immer noch nicht, wie ich hier weiterkomme, aber ich schätze mal darunter. Oh, das tut gut, Väter. So, diese ominös wirkende Röhre, warum habe ich... Weil ich habe es halt irgendwie mit ominös, dieses Wort. Es ist so ominös, möchte ich fast sagen. Oh mein Gott. Ich fühle etwas. Ja. Oh mein Gott, was war denn jetzt wieder los? Bin ich erstickt? Was war denn das für ein Ding? Das will ich jetzt ehrlich mal wissen. Ja. Okay, wie komme ich jetzt echt und ehrlich darauf? Komplett ehrlich. Das meine ich jetzt so, ne? Ich glaube, ich muss da wirklich hier zurück, aber wie soll ich denn an diesem tödlichen Garzen hier vorbeikommen? Ja, das ist die andere Frage. Jar, jar. Jahr Jahr müssen wir halt uns wieder zurückdrängeln durch diese enge Wand. Und warum ist diese Wand so rot gekennzeichnet? Das kann ja auch kein Zufall sein hier. In Mirror's Edge gibt es ja keine Zufälle, ne? Ein Stück Holz. Mensch, ist das ja schickes Stück Holz. Hey, vielleicht ja wirklich so. Fade, ich hoffe, deinem Kreuz geht es einigermaßen gut, denn das hat ein bisschen schmerzhaft geklungen und ausgesehen und überhaupt. Ich habe keine Ahnung, wie ich hier weiterkomme und das langweilt euch natürlich. Deswegen werde ich in Kürze, wenn wir nicht an eine super kluge Idee gekommen ist, hier etwas ein bisschen zusammenschneiden. Sehr. Ich glaube immer noch, dass wir hier hinten hin müssen. Warrun? So ein merkwürdiger Warrun halt. Wo bin ich denn jetzt? Ein Ventil, na toll. Juhu, wir haben es geschafft. Und wir drehen am Ventil, denn Fade dreht gerne runde Sachen. Ja, das tut sie. Tja, Fade, krieche durch das Loch und klettere auf die Leiter und schon wird alles besser, denn hier ist eine rote Tür, in die wir natürlich gleich reinstürmen. Shit. Ich hätte niemals einem Kopf vertrauen sollen. Er gehört zu Roburn. Ich wette, er steckt bis zum Hals in dieser Icarus-Sache mit drin. Ich mache mich auf den Weg nach oben. Mal sehen, was ich über Pope und Kate rausfinden kann. Wo sind die beiden hin? Na egal. Gut, wie kommen wir denn darauf? Nein, hier nicht. Nein, so auch nicht, liebe Fade. Nein, nein, nein. Da hinten müssen wir irgendwie hin. Tja, ja, die Frage ist, wie, Leute? Wie? Genau so. Ja, schön rot gekennzeichnet, dürfte der richtige Weg sein. Hat hier nicht geschickt! Ihr könnt beide Zeile gehen! Niemand bedroht sich! Ah, was willst du von mir? Hey. Ja, mir geht's gut. Blöder Typ. Das war doch dieser eine Typ, den wir belauscht haben vor kurzem. Oh mein Gott, der ist der richtige Stier geworden. Oh. Hätten wir da was dagegen machen können? I don't know. Das heißt wohl ja, wir hätten etwas dagegen machen können. Und ich hasse diesen Typen, denn er hat mich erschreckt. Jetzt erschreckst du mich aber nimmer. Oh. Hat er dich geschickt? Ihr könnt beide Zeile gehen. Niemand bedroht dich. So, denn wir müssen genau, wenn seine Waffe dann rot aufleuchtet, die rechte Maustaste drücken und dann können wir ihn entwaffnen. Mir geht's gut. Und da kommt wieder Rambock. Ein Spiel, der Rambock. Immer auf die Waffe schauen, Leute, immer. Was? Ich dachte... Du bist aber nicht nett, lieber Mann. Aber ich hätte die Taste verwechselt. Keinen Schimmer, auf welche Taste entwaffnet aber denn sonst? Ich hätte mir das halt ältere Video mal ansehen können. Okay, ich probiere es noch einmal. Ja, wartet. Ich kann hier in den Optionen schauen. Ich habe die Macht über das Spiel, um es zu pausieren beispielsweise. Ich bin mächtig. Mächtig. So. Aktion nach oben. Nein, ich will nicht... Ich will die Aktion... Ups, nein. Da will ich jetzt nichts umstellen. Ich glaube, so war's. So, warum benutze ich nicht gleich die Maus?
Interagieren. E. Waffen, Zoom, Tipps und Tricks. Aufheben, fallen lassen. Maustaste 2. Ja, entweder auf E oder auf Maustaste 2. Also hätte schon gestimmt oder auf... Ja, stimmt schon. Denn hier steht es ja nirgends, oder? Puh. Nein. Okay, versuchen wir es. Nein, ich will nicht speichern. Nein, ich will nicht speichern. Ja, ohne die folgenden Einstellungen weiterspielen. Danke. Hallo, Mann. Hat er dich geschickt? Ihr könnt beide Zeile gehen. Niemand bedroht dich. Los, schleude uns runter da. Hey. Ja, mir geht's gut. So, ich denke aber immer noch auf der zweiten Maustaste, aber eventuell auch wieder war. Okay, einmal probiere ich's noch auf Maustaste 2. Naja, oder auch nicht. Ich hasse es, wie er uns angrenzt. So Leute, leider habe ich auch keine Beschreibung, da ist so eine billige 10-Euro-Version von Mirror's Edge war, die ich habe. In so einer, sagen wir mal, Classic Edition. Da, wo ja nur als PDFs die Beschreibungen enthalten sind immer. Ihr wisst, was ich meine. Tja, also kann ich hier auch nicht nachsehen, denn anscheinend funktioniert die Maustaste 2 nicht. So, jetzt probiere ich nochmal E, dann schaue ich in dem Video nach. Mein Video. Denn ich bin so ein... Ich habe so ein Ego, ich schaue meine eigenen Videos an. Mir geht's gut. Nein, tue ich nicht. Aber für solche Zwecke schon. Okay, komm. Komm her gleich. Ja, gib's mir. Oh nein, gib's mir nicht. Nein, nein, nein. Ja, es ist egal. Du solltest mal zum Zahnarzt gehen, lieber Freund. Tja, Spiele. Ich würde immer noch sagen, Maustaste 2, also rechte. Ja, sieht doch irgendwie so aus, okay. Vielleicht habe ich nur nicht richtig getimt. Ihr könnt beide Zeile gehen. Niemand bedroht mich. Ich nerv euch jetzt mal so lange, bis ich es geschafft habe. Denn ihr dürft gar nichts verpassen. Ja, mir geht's gut. Komm schon, Mr. Rambo. Ach du Schande. Okay, okay, jetzt schneide ich das erstmal und probiere es selbst ein bisschen, bis ich es schaffe, okay? Wir sehen uns. So Leute, wir sind wieder da und wir haben ihn entwaffnet. Los, entwaffne ihn, Fade, entwaffne ihn! Yeah, Baby, spring runter! Ich du hasse ihn! Schnell reden, deine Hände fangen an zu schwitzen. Du hast Kate Connors reingelegt, richtig? Die Polizistin? Klar! Es muss dein Kopf sein, oder? Ich kümmere mich nicht um Politik. Wer hat Pope erledigt, du? Nein, ich hab jemanden angeheuert. Wen? Einen Profi. Wir treffen uns morgen um 2 im Atrium des Einkaufszentrums. Du erkennst ihn schon. Warum war Miller hier? Ah, bist du sicher, dass du das wissen willst? Zieh mich hoch, dann reden wir. Vorsicht, Faith. Wenn du mich linkst, bist du Matsch. Klar. Gut so. Er hat nichts anderes verdient. Hier schießt jemand. Ropen hat's erwischt. Was zur... Die Cops lösen die Party auf, also verschwinde. Zieh nur zur Info, es war doch die rechte Maustaste. Ich war nur zu lahm. Anscheinend. So, was muss ich jetzt hier machen? Okay, da hinten hin. Oh, klar. Level wird geladen. So, wenn hier jetzt das Level geladen wird, würde ich sagen, ich cutte hier mal und wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Mirror's Edge und dann treffen wir uns auch mit diesem Profischläger im Einkaufszentrum. Naja, ciao Leute. Ich glaube halt, dass wir uns mit diesem Profischläger treffen.